Ich puste Rauch und Stress aus dem Fenster, du kennst das. Der Mond scheint in meiner Street. Wieder nicht gepennt, Augenringe, denk wieder an tausend Dinge. Wieder wach, nehm mein Zug und ich flieg. Nehm mein Zug und ich flieg. Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Weed-Vlog. Ich dachte mir, ich mache heute mal ein neues Video, weil ich bin an einem Spot, an dem ich vorher noch nie war. Also ganz neue Erkundung hier für mich auch. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. In der Regel passieren immer irgendwelche nice Sachen, wenn ich was Neues irgendwo ausprobiere, neue Spots. Und ihr wünscht euch ja generell mehr Vlogs, deswegen dachte ich mir, hey, film's einfach mal ein bisschen. Ihr habt ja gerade schon ein bisschen was gesehen. Ich bin hier hingefahren mit Bus und Bahn. Das ging viel schneller als gedacht. Also laut Google wäre ich eine Stunde unterwegs gewesen. Ich war aber in 30 Minuten hier, weil quasi die Anschlüsse alle perfekt hintereinander gekommen sind. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie der Spot heißt. Das ist Bergbauregion hier. Also hier gibt es ganz viele Stollen und Bergbauminen und all so ein Zeug. Ist aber jetzt nicht so auf Touristenattraktion gemacht, sondern halt so versteckt in der Natur. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, ein bisschen was erzählen, natürlich auch smoken. Ich habe schon hier den ersten Jib parat. Kleiner Tipp an jeden da draußen, der auch irgendwie vorhat, offen zu gehen und auf Erkundungstour gehen will. Dreht euch eure Jibbits vor. Ich habe jetzt hier schon einen in der Hand und zwei vorgedrehte in meiner Giftpackung, Zigarettenpackung. Ja, einfach, ihr spart euch damit eine Menge Zeit und auch viel Stress. Und was mir aufgefallen ist, wenn man Zigaretten bzw. Joints vorrollt und in eine Zigarettenpackung tut, das riecht nicht so stark, als wenn man die ganze Zeit mit einem Baggy durch die Gegend läuft. Also falls ihr auch irgendwie mit Bus und Bahn unterwegs seid, also ich hoffe, ihr fahrt kein Auto, wenn ihr Basilikum gesmoked habt, dann ja, fällt ihr auf jeden Fall nicht so schnell auf und ist einfach ein bisschen mehr undercover. Man will ja keinen Stress wegen seinem Basilikum haben, genau. So, bevor ich euch jetzt hier wieder die halbe Backe ablaber, würde ich sagen, zünden wir einfach den ersten Jibbit für heute. Wir haben heute übrigens Sonntag, den 18. April. Das heißt, in 2 Tagen ist 420 und ja, mal schauen. Also an 420 bleibe ich auf jeden Fall zu Hause. Soll nämlich regnen und so ein Mist, so, deswegen chill ich einfach ein bisschen. Und dann schauen wir mal nächste Woche, ob es dann vielleicht nicht nach Holland geht. Ich wollte ja sowieso eigentlich an 420 dahin. Das klappt leider nicht wegen Corona-Morona, Einreisebeschränkungen und so eine Scheiße. Aber vielleicht danach, die Woche, geht es dann nach Holland. Es ist was Dickes geplant, was richtig, richtig Fettes. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das Video aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist so eine Grube irgendwie. Und da steht mein Bro und muss eine Laterne halten. ja. So früher wurde hier halt in der Region viel Bergbau betrieben. Und so sah das hier wohl früher aus. Krass auf jeden Fall. Imagine, das ist dein Arbeitsplatz. Gehst du so rein. Ist schon krass. Ja, und heute steht man hier und raucht einen Jib. Wer weiß, vielleicht haben die früher auch gesmoked. ja, und ich stehe halt hier auch bei Jib. Ich glaube, ich habe den entspannteren Tag. Ja, wer Bock hat, kann sich das auf jeden Fall durchlesen. Also so auf jeden Fall Zeit jetzt, sich den zweiten Jibbit anzuzünden. Ich bin jetzt noch ein Stück spazieren gegangen. Chill noch mit dem Bro hier. Die Hälfte vom Jibbit gerade musste ich leider wegwerfen, weil ich glaube, dass das gestrecktes Ort war. Also das hat sehr süßlich, so chemisch irgendwie geschmeckt. Ich habe von zwei unterschiedlichen gekauft, sage ich mal. Zwei unterschiedliche Basilikum-Anbieter. Probier jetzt mal einen zweiten Jibbit, wenn der jetzt auch so schmeckt. Dann wäre das ziemlich schade, weil dann wäre das die größere Packung, sage ich mal, wo gestrecktes drin war. Ich habe, wie gesagt, einmal von einem etwas größer gekauft und dann noch 1 Gramm von einem anderen. Und ja, das wird sich jetzt zeigen, ob das 1 Gramm war oder die ganzen 5. Die ganzen 5 wären natürlich schade, weil, ja, dann hätte ich 50 Euro aus dem Fenster geworfen. By the way, ich habe den neuen Merch an von Edo Sire. Ich feiere seine Musik aktuell sehr krass. Ich habe mir auch sein Album bestellt, deswegen jetzt auch den Merch. Und ja, ich benutze seine Musik jetzt mal in diesem Video. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr die Musik findet. Ich persönlich feiere die und ich glaube, da kann man auch geile Edits drauf machen und natürlich so als Musik nutzen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Neue Stadt, aber alles ist beim Alten und bis hierher lief's noch gut. Also weg mich, wenn ich falle. Wollte weg von einfach allem, was passiert ist hier vor. Für mich wieder. Der Jibbit schmeckt auf jeden Fall besser, aber mir ist aufgefallen, dass das ja vielleicht auch der einzige ist, der gut schmeckt und nicht gestreckt ist. Also die 5 Gs könnten ja theoretisch immer noch gestreckt sein. Ja, also der schmeckt auf jeden Fall besser. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also
jetzt egal, ob der nächste auch gestreckt ist oder nicht. Ich schmeiße den auf jeden Fall weg, wenn der sein sollte. Und das kann ich euch eben nur empfehlen. Also momentan soll wohl wieder sehr viel gestrecktes Gras unterwegs sein. Man hört das immer wieder, dass es vorkommt. Und deswegen passt einfach auf, macht vorher einen Test, ob das gestreckt sein könnte oder nicht. Oder wenn es beim Rauchen irgendwie komisch schmeckt, so, dann ja, einfach weg damit. Vor allem, wenn man viel husten muss. Also es gibt ja viele Indikatoren. Viele werdet ihr wahrscheinlich auch selbst kennen. Man weiß halt nie, womit genau das dann am Ende gestreckt ist. Und deswegen schmeißt es lieber weg, bevor ihr da irgendwie, ja, euch irgendwie die Lunge kaputt macht oder so. Also gestrecktes Gras ist echt mau. Ja, so viel zu dem Thema. Ich genieße den Jay jetzt auf jeden Fall erstmal. Und genau, Freunde, das Ding ist, ich habe mich jetzt gerade so mit Arnold verabredet. Also so halbwegs. Ich bin aber hier irgendwo im Nirgendwo, sage ich mal. Ich muss allerdings bis 21 Uhr zu Hause sein, damit wir noch Essen bestellen können. Also das ist der eigentliche Plan. Aber damit das klappt, muss ich jetzt auf jeden Fall irgendwie nach Hause kommen. Und das Problem ist, es fährt nur ein einziger Zug. Der fährt nur einmal die Stunde. Und ich weiß nicht genau, wann der fährt, weil mein Akku so gut wie leer ist. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme zu diesem Bahnhof. Das ist auch so eine Sache. Muss ich jetzt mal schauen. Also ich muss jetzt gleich echt viel Glück haben, dass der Bus genau so kommt, dass ich dann quasi direkt durchfahren kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, habe ich ein ziemliches Problem. Was ich jetzt auch nicht ganz bedacht habe, ist halt, dass es jetzt schon dunkel wird und dass ich noch ein ziemlich weites Stück zu laufen habe. Ich bin immer noch, wie man sehen kann, in so einem Wald. Ich smoke jetzt auch gleich direkt den dritten Jay. Und das ist dann quasi entweder der zweite gestreckte Jay oder der zweite nicht gestreckte Jay. Und dann wissen wir auch, ob das eine G oder die fünf Gs gestreckt waren. Okay, Freunde, der dritte Jay brennt auch. Und der schmeckt auch nicht gestreckt. Also, ja, ich habe Glück gehabt. 5 Gs sind nicht gestreckt. Das heißt, der mir die kleinere Menge gegeben hat, hat auf jeden Fall mir gestreckte Scheiße verkauft. Das ist ziemlich unkorrekt. Allerdings war es jetzt ziemlich dumm, den anzuhauen. Weil ich muss den jetzt quasi aufrauchen, bevor ich zum Bus gehe. Weil das stinkt halt wie sonst was. Und ja, mal gucken, ob ich das noch alles schaffe. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Kurze Backstory, wie es jetzt dazu kam, dass ich plötzlich mit KFC im Zug saß. Ja, ich bin aus dem Wald hinausgelaufen und wollte eigentlich den Bus in Richtung Hauptbahnhof nehmen, um dort mit dem Zug dann zu mir zu fahren. Und normalerweise ist es ja so, dass ein Bus auf der einen Straßenseite in die eine Richtung fährt und auf der anderen Straßenseite in die andere Richtung. In diesem Fall war es aber ganz anders. Also der Bus fuhr irgendwie nur in eine Richtung. Und es gab keine Haltestelle auf der anderen Straßenseite. Ich bin dann irgendwie, weiß nicht, 200 Meter in die eine Richtung noch gelaufen und 200 Meter in die andere Richtung und da war einfach keine Haltestelle. Ich habe dann auch kein Handy-Akku mehr gehabt, um irgendwie mal bei Google Maps oder so nachzuschauen, wo da die Haltestelle wäre. Also blieb mir letzten Endes nichts anderes übrig, als dann zum Bahnhof zu laufen. Und das hat mich dann 1,5 Stunden gekostet. Ich musste nach Gefühl laufen oder nach Bauchgefühl, sage ich mal, weil ich ja, wie gesagt, ich hatte kein Google Maps mehr. Ja, ich habe es dann auf jeden Fall geschafft, bin noch durch so eine unseriöse Industriegebietsecke gelaufen, weil das irgendwie der einzige Weg war, der dahin geführt hat. Also chillig ist was anderes, aber es hat am Ende funktioniert, das ist die Hauptsache. Auf jeden Fall war es dann am Ende so spät, dass sich das Treffen mit Arnold nicht mehr gelohnt hätte und dann bin ich einfach straight noch zu KFC gefahren, hab mir da was geholt und dann nach Hause. Insgesamt ein sehr chilliger Tag und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Wenn dem so ist, dann lasst auf jeden Fall eine positive oder auch negative Bewertung da, seid einfach ehrlich. Und falls noch nicht geschehen, abonniert auf jeden Fall Weedista und dann sehen wir uns beim nächsten Video wahrscheinlich wieder. Bis dahin, stay high.